Rüdiger, wir machen ja so ein bisschen Heimtraining. Hast du was im Angebot für Menschen, die jetzt vielleicht schon ein bisschen älter sind und stehen nicht so gut trainiert? Ja, können wir machen. Dann setze ich mich mal hin. Zum Warmwerden erstmal ein bisschen auf der Stelle laufen und dann können wir ein bisschen die Koordination dazu nehmen. Die Hände Schulter und vor und Schulter und seit. Und wer kann auch, wenn es nicht wehtut, Schulter hoch und vor und seit und hoch und als viertes Kreuz. Und vor und seit und hoch und Kreuz. Und wer möchte, doppeltes Tempo, vor, Schulter. Seit, Schulter, hoch und Kreuz. Und ganz schnell. Vor, Seit, hoch und Kreuz. Und vor, Seit, hoch und Kreuz. Letzte Runde vor, hoch, Seit und Kreuz. Und mal ausschütteln. Und dann natürlich ein bisschen die Schultern dabei kreisen. Mal nach hinten und auch mal nach vorne. Die Schultern hochziehen, halten. Halten und locker. Hoch, ziehen, ziehen und locker. Letztes Mal hoch, halten und locker und mal ausschütteln. Dann können wir mal mit den Beinen ein bisschen was machen. Beine beugen und strecken, beugen und ab. Beugen, strecken, beugen, ab. Beugen, strecken und der Fuß dazu. Strecken, beugen, beugt das Knie und ab. Beug, strecken, beugen und ab. Letzte Runde. Beugen, strecken, Fuß, Fuß, beugen, ab. Anderes Bein, beugen, strecken, Fuß, Fuß, beugen, ab. Und mal ausschütteln. Gibt's, so, dann haben wir jetzt ein paar Sachen fürs Sitzen. Gibt es da eine Regel, wie lange man das machen sollte oder darf? Vielleicht an Wiederholung? Ja, ich würde mal so 10 Wiederholungen machen. Und dann eine kleine Pause und dann nochmal 10 bis 3 Serien habt insgesamt. Könnt ihr auch ein bisschen abwechseln, damit das variiert.